Spektakel des Abends wird. Heutigen Abends die Frauen haben gut vorgelegt vorher, also da haben die Männer jetzt gerade ein bisschen Druck, das ist auch, gut so. Erfahrener Referee, den brauchen wir persönlich. Ich glaube, das passt. Also wenn man sich den Rekord anschaut, der Kämpfer, und wenn man sich anschaut, wie sie so athletisch aufgestellt sind, glaube ich daran, dass das hier der Kampf des Abends wird. Das ist auch ein Kampf auf, scheint auch ein Kampf auf Augenhöhe zu sein. Ganze 7 Jahre älter ist Isa Isakov. Und nochmal von Gerd Richter mahnende Worte. Braucht es bei solchen Campern überhaupt noch? Die müssen doch genau wissen, was los ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist aber immer nochmal ganz gut, den Leuten nochmal auf die Finger zu klopfen und zu sagen, hey, passt auf, wo ihr gerade seid. Isa Isakov behauptet hier gleich die Käfigmitte. Oh, schöne linke hier. Schnell durchgestochen. Schneller Low-Kick. Gleich mal hier den Claim abgesteckt. Ja, der hat mir gezeigt, ich bin hier, wo bist du? Aber Isa geht aber weiter nach vorne. Oh, schöne Overhand. Das habe ich jetzt fast erwartet gehabt. Dass Isa hier dieses Heranstechen nicht unbeantwortet lässt. Ja, beide sind schnell mit den Händen. Ja, sind auch gute Athleten für ihre Gewichtsklasse. Ganz stark gesessen. Wahnsinn, stark. Schluss. Isa Isakov sagt noch, warum? Ja. Ich bin noch wieder da. Aber das war er eben für ein paar Sekunden lang nicht. Stark, richtig gut, richtig das waren gut. Knappe 50 Sekunden. Bog die Rechte und da ist er den angeklingelt. Bam, Flying Knee. Isa Isakov wollte runter zum Takedown. Hier nochmal das Knie schon wieder aufgemacht. Perfektes Situation. Hat er keine Verteidigung. Man muss er akzeptieren, dass der Kampf abgebrochen wird. Schwierig. Ich meine, er war ja sogar noch dran am Bein. Kann er nicht einfach abbrechen? Nicht, dass er in der Situation abbricht, sondern sobald die beiden wieder im Stand sind, zum Beispiel, es sich löst, dass das vermutlich unterbrochen wird, um den Kämpfer zu versorgen. Dann ja. Referee Stoppage in der ersten Runde. Schade. 57 Sekunden. Nein, Isakov ist unzufrieden. Er will da gar nicht hin. Ja, verkünden. Ist er auch unzufrieden? Ist er auch eine Verletzung. Die wird aber wieder heilen. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sieg geht an den Mann aus Kassel, Levan Schocheli.